Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diddy's Conquest. Ja. Ja. Diddy's Conquest, ja. Ich glaube, du musst drücken, ne? Echt? Nee. Ist immer dasselbe am Anfang. Irgendwie. Ja, ich muss schon wieder drücken. Ist immer dasselbe am Anfang. So schlecht. Und Deutsch. Ja. Ich muss erstmal. Dass man hier klarkommt. Ich weiß nicht, wo meine Maus ist, das ist halt das Schlimme. So. Nee, es geht schon wieder nicht. Mist. Warte. Jetzt. Warte, jetzt. Okay. Ich mach einfach nochmal neu. Gleich. Okay. Weil ich hab keine Lust, die ganze Zeit die Maus da noch drin zu haben. Herzlich willkommen zurück zu Diddy's Conquest. Das war's schon, ne? Das war's schon und bis zum nächsten Mal, nein. Ja, das war's, ne? War nur kurze Folge, 1 Minute, 33 Sekunden. Nee, Moment, da fehlt was. Na, egal. ja. Wir waren bei der Kong-Schule letztes Mal, haben sie nicht abgeschlossen und haben 5-mal gespeichert. Wer war das wohl? Wer war das nur? Komisch. Oh, ich darf anfangen, geil. Oh, gleich mal 10 Apple. Bananen. Apple. Ey, Alter, machst du dich über meinen Dialekt lustig, ey? Okay, nee. Der Apple-Dialekt. Genau, der Gelbe kann Bananen klauen. Ja, bitte kriegt. Ey, komm weg. Oder brauch ich nicht. Ich warn dich schon immer vor, ne? Der rammt dir schon die Bananen raus. Ja, der kann Bananen klauen. Und jetzt? Ja, nach rechts. Einfach, das geht mit dir mit, das Ding. Ich hab ein bisschen Angst. Ach so. Du, nach links. Links. Ach. So, jetzt lass das erstmal sich auftanken da mit Luft. Das geht halt immer weiter runter, wenn du nach rechts gehst. Deswegen sollte das immer aufgetankt sein. Ich hab irgendwie Angst, dass ich hier runterfalle, deswegen. Du kannst einfach nach rechts. Die laufen nicht darunter. Außer du springst. Cool. Am Ende musst du abspringen. Jetzt. Oder so. Oh, der Luftballon ist weg. Der Luftballon. Du springst aber auch immer demonstrativ auf den drauf, ne? Mann, ich schmeiß immer nach vorne. Geht so dein. Hallo? Beruhig dich mal. Alles gut hier. Nur weil Kuma so oft gespeichert hat, musst du nicht ragen. Ups. Du hast mich rausgehauen. Du hast mich so nach links geschubst. Ich hab's gesehen. Mhm. Das war schuld. Für die Bananenmünzen. Ist da was? Das sieht so aus, ne? Ja, wow. Eine Münze. Da sind ja die, die wir verspeichert haben. Dieses Geräusch. Ja, ne? Immer den Bananen hinterher. Die Musik ist so gut, gefällt mir. Mhm. So das K. Aber diese Staude möchte ich, glaube ich, nicht. Oder? Doch, das schafft man. Ja, jetzt tickt sie wahrscheinlich wirklich. Naja, ganz easy. Easy peasy. Easy peasy. Ui, das war aber knapp dran. Das war jetzt echt knapp, ja. Oh. Ich glaube, er kann nicht schwimmen. Ich glaube, ich hätte springen sollen. Aber ich wusste jetzt nicht, ob man auf die Stacheln drauf darf. Houston, wir haben ein Problem. Wir sind runtergefallen. Halt. Halt. Mann. Genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich dich gar nicht gebraucht. Ich bin selber hochgekommen. Komm ich da selber hoch? Nee. Okay. Mm-mm. Das ist doch dein Verdienst. Mhm. Nein! Hast mich auch oft genug daneben geworfen.
Oh, guck mal, er ist uns ins Zelle gestammt. Hast du gesehen? Nein. Oh. Das wollte ich nicht. Was er für ein Goldkettchen hat, ne? Achte mal. Ach, da ist, ach nee. Doch, nee, das ist sein komisches Hemd, glaube ich. Nee, das ist ein Goldkettchen. Habe ich aber auch. Voll der Styler. Hintergrund lenkt mich auch ein bisschen ab, ne? Ganze Lava im Hintergrund. Ah, schön. Schön gestaltet. So, jetzt müsstest du mich da hochwerfen. Ich warte bis auf die Aktion, dass ich zu lange warte auf den Ballon und einfach mal runterfalle. Ach, dann macht er, stimmt, macht er alleine. Ja. Nein! Was tust du? Du hättest einfach mit den Horn reingekommen. Da macht er uns den Rami weg. Ist es denn wahr? Aber Rami, er steht bestimmt da hinten. Wenn der überhaupt so heißt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der steht da bestimmt hinten, der wackt bestimmt den Bananen da. Hinten. Der hält ihn bestimmt uns so vor. Oh, nein, er dreht ja um! Natürlich. Das hab ich ganz vergessen. Ist nicht Super Mario hier? Ja. Oh, wir sind in der zweiten Welt. Na, wir haben bald unsere Leben weg. Oh oh. Oh, da waren sogar zwei Münzen. Wow, ich dachte, ich rutsche jetzt da runter. Das, für mich sah das aus, als müsste ich jetzt Speedrun machen. Mach ich jetzt, nein. Hast du mal so Speedruns geschaut? Irgendwo? Ich habe von Maniac Mansion mal eins geschaut. Ich hätte nicht gedacht, dass man das so schnell spielen kann. Rup, rup. Ja, man muss ja auch immer so beachten bei den Speed-Dingern, ob man da die Glitch ausnutzt, ne? Es gibt ja auch wirklich manche Glitch bei manchen Spielen. Da dauert das Spiel dann bloß 3 Minuten. Ja, bei Zelda A Link to the Past zum Beispiel kannst du dich sofort bis ans Ende glitchen im Schloss. Echt? Boah, krass. Was wird? Doch, das boah, schaffen wir. Das hat aber der Nashorn, die fette Nashorn. Der ist so schwer, dass das so schnell runtergeht, hier dieser Heißluftballon-Dingens. Na, also, ich wollte gerade sagen, dass du jetzt vielleicht so rüberfliegen wolltest, aber. Ah, nee, warte, ich will das O. So wollen wir das. So. Oh. Ich weiß nicht, hört man Goha? Nee, gerade nicht. Ich habe ihn gerade voll laut gehört. Dann hört man ihn auch noch so auf den Aufnahmen. Goha ist ihre Katze. Nicht ihr Sklave oder so. Beziehungsweise ich habe ihnen ja den Namen nicht gegeben, ich habe ihn noch nicht gekannt. Ich hasse diese Käfer irgendwie. Ja, aber du nimmst sie auch in deinen Haaren. Okay. Schönes Käferaroma. Ich hab den Checkpoint erreicht. Ich kann sagen, ob das jetzt gewollt war, mit dem nach links steuern. Ja, Dixie, chill dir mal, kau jeder dein Kaugummi. Oh, ich glaube, das sollte ich nicht tun, oder? Steuer nach rechts.
Nein! Er ist gejumpt. Didi. Didi, Didi, Didi. Oh oh. Letztes Leben, ne? Oh oh. Oh, hast du gesehen, da unten war was? Wie, wo, wo, wo? Ich hab das beim Nashorn schon entdeckt, dass da vielleicht was hätte sein können. Oh, da hätten wir gucken sollen. Weil da irgendwie so eine Wand so komisch aussah. So leicht anbrechbar. Oh, jetzt kommt ein Ballon. Die Sterne sehen aber jetzt komisch aus. Ja. Ich hasse es, auf diesen Dingern zu springen. Ja. Soll ich noch mal rein? Gibt, glaube ich, ein extra Level, oder? Erleben. Ja. Oder was war das, ja? Nee, so eine Münze. So eine. Die brauchen wir aber für die Bonusfeld. Die Münzen. Diese Bonusmünzen. Ach so. Bestimmt so eine Sterne. Ah. Naja, alles finde ich. Schaffst du schon. Oh. Ich bin zu dumm. Soll ich einfach darüber fliegen oder was? Meinst du, ich schaff das? Ja. Sie hat sie ihren Skill rausgepackt. Wir haben 18 Münzen. Warum mache ich es mir immer so schwer? Und nochmal die Biene abschießen. Ich glaube einfach mal auf den Ballon rum. Und ich glaube, ich. Hast ja sonst nichts zu tun. Aber und du setzt sie einfach mal hin, okay. Und trink mir eine Limonade. Aber wie soll ich denn das da wegkriegen? Die Biene da. Ich weiß es nicht. Vielleicht mit dem Teefass? Nee, kommst du ja nicht zurück. Theoretisch doch vielleicht. Aber ich will es jetzt nicht riskieren bei unserem Leben. Das ist irgendwie gerade scheiße. Ich hab irgendwie Schiss hier. Ja. Das klappt nicht. Bleib drauf und steuern nach rechts. Ja, er springt automatisch. Diddy. Ich glaube. Nein, nein, wir haben noch ein Leben. Ja. Hast du hier nicht viel zu tun, weil wenn ich abstürze, stirbst du direkt mit gleich. Ja, dann hat man einfach mal das. Oh nein. Ich bin dafür verantwortlich. Ja, ich mach dir auch gar keinen Druck, also von daher. Also wenn du nicht schaffst, dann sind wir tot. Also, dann ist vorbei. Und so weiter. Dann müssen wir alles nochmal von vorne machen. Also, ja, wir haben ja davor gespeichert. Das ist keine Option. Zacken. Keine Option. Aber du weißt, es war das Krokodil mit seiner Nase in Schutz. Okay. Ich glaube, ich sollte die Biene lieber da unten treffen. Ja. Das war schon besser. Sonst kann man das ganz vergessen. Sonst macht mein Herz das nicht mehr mit. Ach, warum steuert es dann nicht nach rechts? Oh, oh, oh. Das war so klar, dass hier so einer ist. Oder? Ja, die haben sich gedacht, bestimmt spielt der Kuma jetzt. Der lässt sich wieder reinrammen. Nein! Ja, das war aber jetzt auch schwierig. Aber direkt davor noch ein Leben gekriegt. Super!
Oh oh. Ach, da bin ich's ja gar nicht. Oh oh. Ach, ja, nee. Einmal eiskalt abklatschen. Zacki, du bist dran. Mach deine Sprungattacke. Roxuki. Donnerblitz. Pikachu. Dixie, los. Du bist dran. Nee, diese Attacke war nicht effektiv. Volltreffer. Daneben. Eingeschläfert. Konzentration. Ja, richtigen Bienen getroffen. Vielleicht noch ein TNT-Fass mitnehmen. Für nachher. Oh. Obwohl, du kommst ja da nicht mehr zurück. Nee. Nein! Nein! Ich dachte jetzt schon. Also, ich war oben drauf auf dem Ballon. Das haben wir gesehen. Didi steht drauf. Ach nee, ich spring mit in den Tod. Zum allerersten Mal sehen wir den Game-Over-Bildschirm. Nein, wir haben keine Continuous, also so geh nach links oder so. Für Neustart, für drei Leben oder so. Nee. Eiskalt. Wir müssen jetzt wieder neu laden. Ja. Ja. Aber auf Deutsch. Aber auf Deutsch, natürlich. Gut, dass wir kein Level geschafft haben. Also nochmal, mit 4 Leben. Achso, du bist noch gar nicht da. Oh. Boah, das hat gerade voll geruckelt. Ja, es hat bei mir auch geruckelt. So. Oh! Die eine Münze mitgenommen. Das ist schön. Ich trinke mal einen Schluck. Ja, tu das. Ach. Solange ich noch nicht da bin. Ja, ach, da ja. Sollte man nicht reinspringen. Ah, ich darf ja nicht auf ihn raufspringen. Ach, ich hab das vergessen. Tut mir leid. Dixie, du bist dran. Oh. What the fuck? Wieso? Einmal ausgetrickst. Kannst du den nicht aufnehmen? Nee. Irgendwo hinwerfen. Wo er nicht mehr wieder erscheint. Ihr beide kommt nicht mehr auf den grünen Zweig. Nee, glaube ich nicht. Du merkst ja, also er muss irgendwie in... Irgendwas muss da gewesen sein in eurer Vergangenheit. Ich weiß nicht, wart ihr früher irgendwie Schulkameraden und du hast ihn irgendwie bloßgestellt vor der Klasse oder was war da? Irgendwas Traumatisches muss er ja erlebt haben mit dir. Also ist auch nicht okay von dir. Ach, jetzt bin ich schuld, Sart. Oder hast du irgendwas Schlimmes erlebt? Hat er dich bloßgestellt? Er hat mich gehauen. Deswegen ist er auch so wütend, weil ich ihn verpetzt habe. Oh. Also so eine Petze warst du. Aggressionsbewältigung hat er auch nicht überstanden. Hast du eigentlich mal dieses Angry Management von Charlie Sheen gesehen? Mm-mm. Ich auch noch nicht. Soll ja ganz gut sein eigentlich. Er will nicht runter. Bis mit einem Pixel. Obwohl er so fett ist. Ich war mit einem Pixel in dem Luftstrom drinne. Gleich haben wir, glaube ich, Checkpoint. Die Bananas in Pyjamas. Nee, geschafft. Aber wie willst du es machen ohne diesen Nashorn?
den Typen gerade eben. Drunter her schweben. Okay. Da, links, links. Links? Ich dachte hier eigentlich, an der Wand. Nee, ich glaube nicht. In die Haare rein. Oh. Oh. Uiuiui. So, jetzt haben wir es wieder soweit. Jetzt geht's weiter. Ah, jetzt müssen wir das Bonus auch wiederholen. Das stimmt, ja. Wir haben ja neu geladen. Hast recht. Ach nee, ich mag dieses Bonus-Level. Du kannst ja abklatschen. Das mache ich auch. Jetzt müssen wir uns dran gewöhnen hier an dieses. Ja, es ist irgendwie, man denkt, man fällt irgendwie. Ja, deswegen, das ist ein schreckliches. Vor allem, wenn man springt, dann fällt man auch. So, wenn man nicht richtig landet, so. Ja. Es könnte ja sein, dass sich da irgendwie so eine rutschige Nase befindet. Kajing! Schafft. Auch gar nicht so schwer. Soll ich das machen oder willst du? Wenn du möchtest, kannst du probieren. Nee, nicht. Ich wollte gerade sagen, hier nicht eine Kiste. Oder ein Fass, ist ja eher ein Fass. Warum hast du mich ja heute schon korrigiert? Oh, das war aber. Oh. Ah, was machst du für Stunts? Das ist Reflex! Das ist Reflex! Oh, oh. Drunter her. Oh. Wie ich da so herschwebe neben dir. Dann halt ohne Münze. Du brauchst ja nur ein bisschen dich absacken. Genau. Okay, reicht noch. Das ist so böse bei diesem Hintergrund. Man weiß nicht, wo der Abgrund so richtig ist. Das stimmt. Und im Vordergrund hast du ja auch noch so Zipfeldinge. Ah! Spring! Ich kann nicht springen! Ja, schade. Ich dachte, der könnte noch so springen. Ich komme nicht hoch, wenn ich da. Oh, ich hasse diese Stelle. Ja, musst du mal. Jetzt brauchen wir das Bonus aber nicht mehr. Ne? Nee. Ich komme nicht schon gekommen. Das ist doof. Ich dachte, man könnte noch so springen. Nee. Wahrscheinlich ist es einfacher, mit dir dann da rüber zu kommen. Obwohl Biker weiterspringen kann eigentlich, aber du kannst wahrscheinlich höher springen. Wobei eigentlich ist es ja auch nicht so ein Vorteil, ne? So weiterspringen, weil du kannst ja fliegen. Ja. Also eigentlich ist. Ich habe eh schon so einen riesigen Vorteil mit dem Fliegen. Ja, deswegen, eigentlich hast du den größten Vorteil. Scheiße. Meinst du das respawnt? Nee. Oder ich flieg drunter her. Müssen wir halt auf die Münze kacken. Ja. Wir können die doch auch eh kacken, also. Ja. Dein Zitat ist im letzten Part. Ja. Ich hätte noch ein bisschen weiter fliegen sollen, glaube ich. Egal. Ach. Fail. Wir sollten dann noch so ein Fail-Video machen zum Schluss. Ich kann die Stelle nicht. Oh. Ich habe Angst, dass ich zu weit über die Libelle drüber springe und dann gehe ich irgendwie zurück. Ich hole jetzt einfach mal meine Skills raus hier. Ich mach das jetzt für dich. Be a man like Diddy. With his balls.
His Jonglier Balls. Im echten Leben hat Bruce auch drei Bälle. Gleiche Diddy. Ja, guck da, siehst du, meine sind auch rot und weiß. Das könnte aber echt Pokémon-Bälle sein, oder? Boah, ich dachte jetzt, du wärst nach links. Ich auch. Das war cool. Ich dachte erst, du hast nur die eine getroffen, der explodiert die andere doch noch mit. Naja, dachte ich aber auch gerade hin. Also es war schon... Kam jetzt die Stelle? Nee, jetzt kam diese böse Stelle. Mach, Jetzt! Genau. Ha. Ich vergesse den immer wieder. Ich denke mal, das ist eine Phase und dann einfach bist du raus. Nicht vergessen, wenn du das Rennen gedrückt hältst, kannst du weiterspringen. Ja, aber das kann ich ja nicht. Bin ich jetzt nochmal dran? Nee. Ja, das kann ich auf dem Balloon nicht machen. Oh. Ja. Ach, ich wollte mir hier so ein bisschen Handicaps reinmachen. Ah, okay, das ist nicht mehr spannend hier. Deine richtigen Hardcore-Skills auszuhauen. Ja, nur genau am Faun. Dixie, chill. Ja, vielleicht müssen sie sich bloß erotisch aufbauen. Diddy ist ja da hinten an ihr so dran. Die sind doch bestimmt Schwester und Bruder, oder? Nein, das ist Macca und Perl. Obwohl, ich mag diese Ausdrücke ja eigentlich nicht. Ich hasse es, wenn man Perle sagt. Also von einem meiner Ex-Freunde haben die immer Perle gesagt. Ich mag Perle nicht. Auch wenn Perle ja eigentlich was Positives ist, so, weil Perle ist ja was Wertvolles eigentlich, aber ich finde, es klingt trotzdem voll abwertend. Ja. Naja, ist ja auch abwertend. Man wird als Gegenstand bezeichnet. Genau. Oh, knapp. Oh nein, nicht noch so ein Scheit. Oh. Guck mal, deine Skills. Oh, geht ja noch weiter. Nein! Da kam der Luftstrom ein bisschen scheiße. Aber ich fand, irgendwie hört sich das jetzt, glaube ich, lustig an. So, deine Skills! Und die Nachbarn denken, ist das jetzt das neue Stöhnen? Schmeiß mich jetzt nicht weg. Nein! Achso, komm her raus, stimmt. Du hast mich eiskalt weggeschmissen. Muss ich sabotieren. Ich laufe jetzt einfach auf den Ballon rum. Schau auf mich, schau nicht auf die Libellen, schau auf mich. Du musst mich anschauen, nicht die Libellen. Ich dachte auch immer, Diddy und Dixie wären Geschwister. Aber die sollen ein Pärchen sein, meine ich. Du wirst sowieso in den Kommentaren wahrscheinlich schon 1000 Mal berichtigt worden sein. Nein. Es gab ja auch irgendwie so eine Serie von Donkey Kong, so eine animierte. Ja. Aber die habe ich nicht oft gesehen. Also ich habe sie auch nur ein paar Mal gesehen. Die Spiele sind besser. Na, kommt er jetzt wieder? Nee. Ja, ich dachte auch, kommt der jetzt nochmal? Man weiß ja nie. Was ist das denn? Ohne Witz! Was war das bitte? Das war ja, der hat sich gerecht. Er hat uns zu gehen geschafft. Ich gehe noch extra nach links. Verarscht. Ach Gott, siehst du, das wird ein langes Let's Play. Ich glaube auch, wir sollten diese Folge beenden. Also bis zum nächsten Mal. Bye. Let's Fail. Das war auch gemein. Ja. Tschüss.